Guten Morgen, hier bin ich wieder, euer Lance, mit Tipps und Tricks rund um GTA. Und wir haben wieder ein kleines, neues Mini-Update mit heute, dem 2.1. bekommen. Nämlich einen neuen Klassiker, der so richtig retro ist. Viele sind ja sehr enttäuscht von dem Auto. Ich denke, dieser kleine Honda-Verschnitt, dieser Anis Savestra, ist irgendwie cool. Vielleicht auch deswegen, weil mein erstes Auto fast in der Richtung aussah. Und den wollen wir uns heute mal so richtig retro stylen. Also bestellen wir ihn. Er ist auf der Legendary Motorsport Seite für eine knappe Million, was allerdings echt überteuert ist. Aber das kennen wir ja inzwischen von den ganzen neuen Fahrzeugpreisen. Also früher hätte der höchstens die Hälfte gekostet. Ist der verfügbar? Naja, bestellen wir uns mal. Und ich bestelle ihn mir hier in die Zweiergarage. Und wen hauen wir da raus? Das war die falsche Garage. Den Romero. So. Im Augenblick ist es so, dass wir in GTA, denke ich, also vorhin hatte ich noch immer den Schnee da. Es kann allerdings sein, es waren jetzt zwischendurch die ganzen Server down, dass sie das gerade behoben haben. Jetzt werden wir mal rausschauen, ob es noch immer Schnee gibt. So hell wie das ist. Es ist also noch immer Schnee da. Na, also, wir können noch immer über G unsere Schneeballen machen und dann eine Schneeballschlacht anfangen mit unseren Freunden. Das ist doch was. Na, also ich denke, vielleicht, dass es klassisch mal Weihnachten sich hält. Was ich später noch mit euch machen werde, ist auf alle Fälle das Zeitrennen. Das Zeitrennen ist diesmal hier ganz oben, na, nennt sich Appen Atom. Da bin ich schon gespannt, welches Zeitrennen das genau ist und wo wir da genau hinfahren müssen. Das kommt danach als extra Video. So, jetzt schauen wir mal, ob unser neuer Klassiker schon da ist. Ziemlich düsteres Wetter, oder? Oh, sind die Schneeballen wieder voll. Und da steht er auch schon. Ist also wirklich so ein kleiner, irgendwas zwischen Kadett, der Kadett war aber eckiger, oder eben der Honda Civic so in den 80ern, sah mal so aus. So, Panzerung wie immer keine, weil großen Unterschied macht's nicht und kostet nur. So, die anderen Sachen, die Standards, werde ich jetzt einfach mal schon ohne große Bemerkung machen. Das kennt ihr ja inzwischen. Wir haben aber, wie es scheint, einen Haufen verschiedener Möglichkeiten heute, hier, also dieses Fahrzeug, zu ändern. Warum ich immer nur Heck und Seiten mache, ist, wenn ich hier rund um die Beleuchtung mache, dann beginnt das Fahrzeug wie in einem alten Spiel eigentlich nur noch zu schweben. Das mag ich eigentlich nicht unbedingt, wenn das dann so schlecht ausschaut.
Wenn wir jetzt, na, mit dieser schwarzen Leiste machen wir das auch mal. Gelb auf schwarz. Lustigerweise sind die Custom Plates heute mal wieder nicht verfügbar. Das finde ich immer sehr merkwürdig. Was da ab und zu bei Rockstar ist. Vielleicht, wenn sie Schwierigkeiten mit irgendwelchen PlayStation Car Duplication Glitches haben, dann schalten sie das mal ab und zu aus. Das Ganze könnte eine Rennsemmel sein. Wir werden es dann heute auch wie immer im Vergleich mal machen zu den anderen. Also eigentlich wären das wahnsinnig für was für Driftreifen. Allerdings zum Vergleich, damit wir einfach immer den schönen Vergleich zwischen den Fahrzeugen haben, werde ich hier wieder die Rennreifen nehmen. Those things are almost indestructible. So, und die Fenster wie immer als Limousine, weil es einfach mit dem Sniper dann doch ein wenig schwieriger ist, euch zu treffen. So, und jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Erstmal die Stoßstangenmöglichkeiten. Wir haben also hier die verschiedenen Splitter, dann Leichtbaustoßstange. Was ist der zur serienmäßigen? Ist es dann einfach weggenommen oben, die Stoßstange? Die finde ich schon mal entfernte Stoßstange zur Leichtbau. Aha, okay. Abgedeckte... Ey, Wahnsinn! Das kostet $200 mehr, dass wir hier einen kleinen Düppel reinbekommen. Das ist schon recht nett. Dann haben wir das mit, ne? Dann haben wir abgedeckte Blinker auch noch. In Sekundärfarbe. Entfernt. Ne? Da. Mit Abschlepphaken vorne. Und das war's auch schon. Ich denke hier, diese Lösung mit abgedeckten Blinkern macht das Ganze ein wenig hübscher. Obwohl ich ja eigentlich hier einen auf Retro machen wollte. Das heißt, ich muss hier doch nach oben entweder so oder wir lassen das beim Klassiker. Ah nee, ich habe keine Lust. Ich will hier mit abgedeckten Blinkern das Ganze haben. Man kann es auch übertreiben. Heckstoßstange. Da ist auch Leichtbau entfernt, abgedeckt. Auch wieder, hier 300 für die Düppel. Stoßstange in der Primärfarbe, Chromstoßstange. Wie die da vorne mit dazu passen soll. Wir hatten vorne keine Chromstoßstange. Eine Touring-Stoßstange. Ich denke, es wird hier für die Rennlösung die Touring-Stoßstange. Bodywork to match the driver. Das Fahrgestell. Wir haben einen Überrollkäfig, den sehen wir natürlich hier. Könnt ihr ihn sehen? Wir haben einen Gepäckträger, wir haben einen Käfig und Gepäckträger. Wir haben Leichtmetall, Luftlitzen hinten in Primärfarbe, Rennchassis. Heißt, innen drin haben wir das Ganze mit dem Ding und hinten Träger mit Lutschen, Rennchassis, Rallye-Chassis heißt jetzt oben den Dachträger, das und innen drin. Und das war's. Ich würde sagen, wir nehmen das Rennchassis, also innen drin den Überrollkäfig und hinten die Litzen. Aber die Luftglitzen hätte ich gerne in Primärfarbe. Das ist jetzt nicht nett. Na, dann verzichten wir auf den Überrollkäfig und nehmen sie in Primärfarbe.
Idee, Auspuff, Lösungen. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben hier also einen Rallye-Auspuff. Wir haben einen Doppelauspuff. Der schaut aber, finde ich, cooler aus. Wir haben den, den kann ich persönlich nicht so leiden. Wir haben hier einen mit großen und wir haben den Renn. Und ich finde den Doppelrohr eigentlich irgendwie speziell. Weniger den hier. Der fügt sich besser für mich in die Form ein. Macht nur 200. Jetzt zu den Kotflügeln. Da haben wir im Augenblick diese genieteten. Können die dann eben etwas schmaler, schmal mit Leichtmetall, nochmal schmale. Wir können diese Ausbuchtungen nehmen in Sekundärfarbe oder Primärfarbe. Wir können abgerundet das Ganze nehmen oder in GT, was mich eigentlich ehrlich gesagt total hässlich finde. Gefällt mir entweder diese Lösung ganz gut oder diese schmale Lösung ganz gut. Um das Ganze auf Retro zu machen, werden wir die schmalen nehmen. Life is hard when you can have anything. Oder? Kommt's? Es kommt oder es kommt nicht? Also manchmal hat er mit dem Bestätigen Schwierigkeiten. Der Kühlergrill. Wir haben geschwärzte, gechromte, einen, naja, Hillsboy. Wir haben dieses hier, dieses. Also wir haben hier richtig viele Möglichkeiten. Wobei ich jetzt fast schon entweder zu der Lösung hier neige oder zu dieser. Ich denke, ich werde aber den Kühlergrill in Primärfarbe, finde ich irgendwie jetzt cool. Die Motorhaube. Da haben wir wieder Sekundärfarbe. Dann haben wir Carbon, dann haben wir mit Einlässen vorne, mit Carbon, mit was ist das? Freigestellten Turbolader. Okay. Da finde ich jetzt das hier eigentlich ganz schön schrill mit diesen lustigen Einlässen da vorne. Hupe machen wir nichts. Die Designs. Da haben wir hier einen gelben Streifen, da haben wir den Savestra, da haben wir den zentralen Rennstreifen, den ich ja eigentlich ganz nett finde. Wir haben hier eine klassische Rennlösung, wir haben hier verschiedene andere Rennlösungen noch, von, vor allem von Stock Car Races. Also entweder machen wir hier den Savestra oder wir nehmen den weißen Streifen. Also ich, wenn überhaupt, ich nehme den weißen Streifen. So, wir kommen zu den Spiegeln. Wir haben hier vorne Chromspiegel, wir haben gar keine Spiegel, wir haben klassische Spiegel, wir haben leichte Spiegel. Ich nehme, weil es vollkommen, aber 10.000 Euro mal wieder für Spiegel ist natürlich mal wieder typisch, oder? Dann nehmen wir lieber 8.000 keine Spiegel. Weil habt ihr schon mal einen Rückspiegel geschaut bei GTA? Ich nicht. Die Lackierung. Jetzt haben wir hier, jetzt schaue ich erstmal, wo sollte bei mir jetzt im Augenblick noch die Sekundärfarbe durchschlagen, mal ganz ehrlich. Dadurch, dass ich hier nichts in Sekundärfarbe extra gemacht hatte, ist die vollkommen egal. Das dachte ich mir fast schon. Ich habe das ganze Fahrzeug im Augenblick in einem, nee, ist es noch nicht, oh, in Chromfarbe. Also werde ich jetzt hier ein
Orange nehmen. Darauf arbeite ich ja die ganze Zeit schon hin. Nehme aber meine Crew-Farbe, das ist eben so ein richtig hässliches 80er-Jahre-Orange wird. Die habe ich mir dementsprechend eingerichtet. Und als Pearl-Effekt dazu machen wir das Ganze mit einem Bronzeglanz dazu. Im Gegensatz der Gold, also ist es etwas abgeflachter. Wir könnten natürlich hier, oder ihr könnt euch das natürlich auch schriller einrichten, bis hin zu einem, was war denn das, dieses Renngelb, na grün glaube ich, Renngrün kommt jetzt nicht so, hat aber auch irgendwas, aber also entweder Renngelb, Bronze oder Hellorange, obwohl Hellorange mit Renngelb für mich jetzt nicht den Wahnsinnsunterschied macht. Ich glaube, wir nehmen hier die Bronze, das ist dezenter. So, was fehlt uns noch? Der Spoiler. Wir können keinen kleiner Entenschwanz haben. Das sieht natürlich, aber naja, einen niedrigen Spoiler. Wir können hier großen Entenschwanz-Spoiler, angenieteten Entenschwanz-Spoiler, Straßenspoiler, Rennspoiler und so weiter bis hin zum großen. Da bin ich mir ehrlich gesagt nie sicher, ob das jetzt, weil hier unten bei der Traktion sich nie mehr ändert als beim, also beim kleinen Enten. Schwanz haben wir diesen Traktionszusatz schon, hier nicht mehr, bei keinem. Also könnten wir entweder so einen hier nehmen oder so einen. Das wäre dann so der Klassiker eigentlich bei dem Ganzen noch. Die anderen, die sind ja einfach nur aufgesetzt. Oder wir gehen auch. Das ist jetzt der angenietete. Der große. Nehmen wir auf den großen ein. Bodywork to match the driver. Das ist jetzt schade, dass der Streifen da nicht drüber gezogen wurde. Dass sie uns das nicht gegeben haben. Reifen haben wir schon alles. Und somit sind wir jetzt mit dem Fahrzeug fertig. Wir werden jetzt mal schauen, wie sich das insgesamt draußen auf der Straße, gerade bei dem Schnee, verhält. Also allein den Berg schon hochzukommen, ist eine Qual. Ihr seht, der geht ganz gut durch. Aber eigentlich noch relativ, also er driftet nicht ganz so heftig für einen Klassiker, wie ich es sonst gewohnt bin. Aber schaut mal, wenn ich jetzt normal Gas gebe, dreht er schon ganz gut durch am Berg. Verhält sich halt wie ein normaler Heckantrieb. Oh. Aber macht doch was her. Also wenn ich den jetzt so anschaue, ist er doch ganz schnieke hier. Na? Wie findet ihr es? So. So, und wir schauen mal, wie er renntechnisch jetzt gegenüber den anderen Klassikern abschneidet. Dafür habe ich mir ja mein spezielles Rennen angelegt, diesen Stuntrennen, Long Range Velocity, wo es eben einfach nur schön langweilig geradeaus geht. So.
Nein. Wir ziehen uns erstmal einen orangenen an. Schauen uns jetzt unsere getunten verschiedenen Fahrzeuge an. Nein, das ist er nicht. Da ist er schon, der Savestra. Und wir legen los. Damit die Fahrzeuge wirklich alle gleich starten, habe ich immer, gebe ich schon ab der 3 oder spätestens ab der 2 Gas. Dadurch kriege ich nicht den unterschiedlichen Boost-Start, den man natürlich um Zehntelsekunden dann sich verzögert und außerdem das ganze Ergebnis der Eigenbeschleunigung eines Fahrzeugs natürlich ein wenig verfälscht. Deswegen mache ich das immer mit eben sehr frühem Gas geben. Dadurch starten die natürlich alle gleich. Ich bin im Augenblick an einer etwas aufwendigeren internationalen Version meiner ganzen Rennen. Da kommen jetzt dann aber noch die ganzen Sportwägen und auch ein Rennen für die Klassiker dazu. Aber der Tag hat leider nur 24 Stunden und insofern. So, wir kommen zum Ende. Wir haben also einen normalen Durchschnittswert mit 1,1065 bei dem Ganzen. Das heißt 1,1065, wenn ich mich richtig gesehen habe. Nein, 636. Das entspricht 213 Stundenkilometern. Somit ist er etwas langsamer als der Cheetah Classic und noch 3 Sekunden, fast 3 Sekunden langsamer als der Z-Type auf dieser Strecke. So. Ich hoffe, euch genügt es jetzt, um euch einen schönen Eindruck von dem Anis Savestra zu machen. Ich selber finde es ein ganz niedliches Fahrzeug, allerdings leider wie immer wahnsinnig überteuert. Dementsprechend findet ihr andere Fahrzeuge in dieser Art noch immer, wenn ihr auf diesen Retro-Style steht. Ihr habt ja gesehen, aber die verschiedenen, euch das genau nach Geschmack anzulegen, das Fahrzeug, das schafft ihr halt am besten mit bei dem, weil der wirklich viele, viele schöne kleine Details ändert. Es ist nicht besonders gut angelegt, weil dieses breite Panzerung gerade durchs Fenster kam. Das fand ich ein bisschen art heftig, na, vom Ganzen. Aber ansonsten, hier habt ihr den Cheetah Classic. Nee, ach Mist, so ein Schmarrn. Den Anis Savestra. Okay, bis dann. Ciao.